So viele Kinder wollen ins Theater, das gab's hier noch nie. Denn heute ist ein ganz spezieller Tag, der 21. April 2007, der Neueröffnungstag des Gera Theaters. Ein Tag nur für Kinder, sie sind die Ersten im neuen Theater. Alle sind ganz aufgeregt, denn ab und zu schauen Stars vom Kinderfernsehen hervor, ganz heimlich. Die Aufregung steigt, bevor es losgeht, aber müssen auch Kinder feierliche Ansprachen aushalten. Die vom Oberbürgermeister ist zum Glück kurz und knapp. Wisst ihr, dass ihr jetzt die Ersten sein werdet, die in dieses alte, neue Theater hinein durft? Und dann endlich geschieht es, der kleine Martin darf für die Maus und alle Kinder das Band durchschneiden. Mehr als 100 Jahre früher, 1902. Die Kinder von heute waren noch nicht geboren, als das große Gera-Theater eröffnet, erbaut im Renaissance-Stil nach Entwürfen von Heinrich Seeling. 2002 beginnen die großen Sanierungen. Das Theater verliert für kurze Zeit seine Wahrheit, lateinisch seinen Genius, so heißt die Statue. Ein halbes Jahr später kommt sie zurück, glänzend vergoldet, ein erstes Zeichen für ein neues, großartiges Theaterhaus. . 2005 beginnt der Komplettumbau nach den ursprünglichen Plänen von Urarchitekt Heinrich Seeling. 2 Jahre wird die Sanierung dauern, 24 Millionen Euro kostet sie. Und neben dem historischen Theater entsteht ein ganz neues, modernes, die Bühne am Park. Das Theater Gera am 21. April 2007, jetzt beginnt es hier wieder zu leben. Und am besten belebt man dieses Haus mit Kindern. 255 aus Gera, Kinderheimen und Schulen dürfen endlich rein ins neue Theater. Noch ein Grund für alle aufgeregt zu sein, sie laufen über den roten Teppich wie die Stars in Hollywood. Gut, war schon schön. Sehr schön. Große Reden wollen sie nicht schwingen, denn gewartet haben sie schließlich lange genug. Gleich beginnt die große bunte Kika-Show und da muss man sich schon ein bisschen herausputzen. Denn auch wer klein ist, will schön sein in diesem toll renovierten Theatersaal. Am spannendsten wird es heute für Jessica Fäustel, denn Jessica ist ein bisschen in den Kinderstar Jimmy Blue Ochsenknecht verliebt und träumt davon, ihn mal live kennenzulernen. Ich finde ihn einfach toll und naja, ich mag halt auch die Filme, er spielt halt gut und einfach ein Traum. Jessica könnte Glück haben, vielleicht geht ihr Traum in Erfüllung und vielleicht wartet Jimmy Blue Ochsenknecht ja schon hinter der Bühne auf sie. Aber bevor daraus Gewissheit wird, geht sie erst einmal los, die große Theatereröffnungsgala für Kinder. Jedes Theater hat einen Intendanten, den lernen die Kinder zunächst kennen. Matthias Oldag weckt erste Theaterbegeisterung. Es wird nämlich manchmal plötzlich ganz dunkel. Das sind die Leute, die auf der Bühne spielen. Heute Abend und heute Mittag. Für euch. Und jetzt, meine Lieben, jetzt geht es los. Jetzt kommt die Show mit der Maus und Captain Blaubeer und Biedemeier. Und ich übergebe an. Zur Theatereröffnung sind sie alle gekommen, die Stars aus dem Kinderfernsehen, mit der Maus und ihren klappernden Augen. Auch Kinder können sich schon elegant bewegen. Die 30 Schwänchen auf der Bühne tanzen so sanft wie die Profis im Schwanensee. Hein Blöd macht seinen Quatsch mit Captain Blaubeer und die berühmtesten TV-Bienen Maya und Willi sind sogar in richtiger Menschengröße da. Der Kinderkanal auf der großen Theaterbühne, eigentlich fast wie im Fernsehen, nur noch viel echter.
Ein Riesenspaß für die Kinder. Doch eine Überraschung fehlt noch. Geht der Traum von Jessica in Erfüllung, wird Jimmy Blue Ochsenknecht gleich neben ihr auf der Bühne stehen? Wird er sie umarmen oder nur guten Tag sagen? Egal. Zumindest muss Jessica schon mal hoch auf die Bühne. Eigentlich kann da ja jetzt nichts mehr schiefgehen. Nur Kinderkanalmoderator Juri macht es extra spannend. Jessica ist im Ochsenknecht-Fieber. Wen findest du denn da am tollsten, Jessica? Jimmy Blue Ochsenknecht. Kennt ihr den alle? Ja! Jessica hat sich gewünscht, Jimmy Blue Ochsenknecht zu treffen. Ob wir es geschafft haben, ihren absoluten Lieblingsstar von den wilden Kerlen hierher nach Gera auf diese Bühne zu bekommen, das schauen wir jetzt mal. Ich kündige ihn mal an und wir gucken, was passiert. Bitte einen Tosenapplaus für Jimmy Blue Ochsenknecht! Hallo Jimmy, Tachchen, das ist Jessica. So, Jessica, schau ihn dir an. Da steht er leibhaftig vor dir. Wie fühlst du dich? Gut. Wie fühlt ihr euch? Und während draußen die Massen feiern, darf Jessica mit Jimmy Blue Ochsenknecht hinter die Bühne. Jetzt ist sie ihm ganz nah. Auf jeden Fall, mir geht's einfach gut. Und es ist einfach unbeschreiblich. Ein Küsschen von Jimmy Blue gab's nicht, dafür ein eigenes Autogramm. Doch einen Tipp hat auch er noch für alle Kids, die glücklich werden wollen. Also wenn man ein Ziel hat, dann sollte man es unbedingt nachgehen, egal was passiert. Und das ist so die Hauptsache, ja. Jimmy Blue hautnah neben Jessica, das Ziel hat sie schon mal erreicht. Auch wenn Jessica und Jimmy sicher nie heiraten werden, aber es muss noch Wünsche geben, die nur in Träumen in Erfüllung gehen. Der Tag im neuen Theater geht viel zu schnell vorbei und alle Kinder wollen irgendwann wieder ins Theater gehen, auch wenn nicht immer Biene Maya und Co. dabei sind. Ein toller Tag. Das Gera-Theater, seit 105 Jahren Veranstaltungsort unzähliger Aufführungen, ein Haus voller Geschichte. Die Wiedereröffnung im Jahr 2007 zusammen mit Kindern der Stadt wird sicher weit über Geras Grenzen hinaus Signale setzen. Es ist ja schon von Anfang an mein erklärtes Ziel, insbesondere auf Kinder und Jugendliche zuzugehen mit unserem Theater, in die Stadt hineinzugehen. Aber wir werden das in Zukunft erweitern und wir werden sicherlich auch mit dem Fernsehen weiter zusammenarbeiten. Wir werden neue Formen versuchen zu finden. Das alles, glaube ich, tut Not. Wir müssen etwas tun für die Zukunft, für unser Publikum von morgen.